Okay, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Achterring K2, Hauptbereich vermutlich. Lauf bis zu dem Podest am Ende. Entschuldigung, ich habe erstmal diese Tür hier geöffnet, die sah vernünftig aus. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Achterring K2, aber hier scheint es wieder nach oben zu gehen, also. Da hat was geglänzt. Herzlich willkommen zurück zu Türen, das Spiel. Der Türensimulator. Tür-Simulator. Wann auch immer Resident Evil 98. Das ist ja eine GameCube-Neuauflage. 2002. Magnum-Munition. Ich habe auch noch ein Magnum in meiner Truhe. Da kann ich die gleich ziehen legen. Okay, jetzt bin ich hier. Ach, die haben den High Neptune genannt. Ich finde Luftmatratze und Sprühdose besser. Ich bin hier in so einer Gerümpelkammer. Hier ist eine Trittleiter. Tauchanzüge und Netze, ich habe für eine Trittleiter gehalten. Hey, ist noch eine Tür, mache ich die halt auf? Ein Experimentmonitor. Wo sind wir gerade? Keine Ahnung, ich bin irgendwo. Ich bin unten im Wassertank, würde ich behaupten. Hallo, Sprühdose! Hallo, Loser! Okay, Sprühdose hält nur einen Schuss aus. Jetzt sind wir auch da, wo... Wow! Also ich glaube, das ist jetzt das, wo wir hin sollten. Richtig. Puh, Sprühdose, du warst ja klein. Ja, Luftmatratze ist halt ein ganz großes Boot. Die Luftmatratze war ja oben. Das ist der dritte. Ach, das ist Neptun. Alter Falter. Lass mich dir vorlesen, was hier steht. Ja, ja. Sobald ich aus dem Wasser raus bin oder so. Till möchte nicht aus dem... Doch, jetzt hast du es geschafft. Okay. Aquatank, if you weren't mean to the sharks before, they're flopping around here. But you have to try pretty hard to get them to hurt you. Keep going, and oh my gosh, it's the amazing Neptune and his beast. What a loser. He won't hurt you, so he's just too much of a sissy. Just walk along Neptune's left side, clap onto the platform, and now grab that sparkle. It's the cutscene. Also du hast drei Möglichkeiten, wie du ihn kaputt machen kannst. Ja. Entweder du hast die Self-Defense Gun. Die habe ich weggelegt. Grenade Launcher. Habe ich nicht dabei. Push the generator and throw them into the water. Klingt am einfachsten und am... Sehr verspürt. Ah, der Generator für Durchführung. Ja, na klar. Machen wir die Hebel. Jill, du wolltest es nicht schieben, als es noch Strom dran hatte. Ich muss mir erst einmal daran wehtun, damit ich weiß, dass der auch funktioniert. Ja. Aber das Neptune hat nichts mehr gemacht. jetzt habe ich die... Oh! Oh, mach den Rücken! Das ist der Punkt, der will noch nicht spielen. Der ist jetzt hinüber, jetzt kannst du auf das Sparkle-Ding da drüben. Ja, aber ich kam irgendwie nicht an seiner Schnauze vorbei. Ich komme überhaupt nicht an Neptun vorbei. Ich kann so oben an seiner Schnauze rumlaufen.
Ich bin jetzt durch seine Schnauze durchgelaufen. Er ist jetzt endgültig tot. Ja, der Residenzschlüssel. Ja, okay. Was sagt die Karte? Sind da noch Sachen versteckt? Die Karte ist so grün. Okay. Dann darfst du jetzt wieder zu Raum 002. So, ja, ich weiß von 002. Da, wo wir runtergekrabbelt sind. Genau, ja. Hier soll es ja angeblich was geben. Ah, ah. Mehr Objekte können wir nicht tragen. Ich habe noch ganz viel Zeug im Kasten. Brauchen Sie jetzt nicht? Also merken, hier ist was, falls ich mal gucken möchte. Also, Karte. Ich schätze, das hier ist eine Abkürzung nach oben. Wenn Jill die Tür öffnet. Wenn du vor der richtigen Tür stehst und wenn alle Türen offen sind, die danach noch kommen. Ja, das war die Tür, die von der anderen Seite abgeschlossen war. Dementsprechend. Also wenn ich die Karte richtig verstehe und ich da rauskomme. Auf der anderen Seite müssen. Jeder Tür sagen können, wo die sitzt. Mhm. Ja, jetzt bist du oben an der. Okay, wenn das der Aufwand war, um Tür 002 aufzuregen, hoffe ich, wir müssen nicht bis 007. In die 002 sind wir auf Anhieb reingekommen. Ach ja, richtig. Ich bin wieder draußen. Ja. Residenzschlüssel. Okay, jetzt ist hier einfach kurz auf die Karte gucken. Der ist wahrscheinlich für die Galerie. Genau. Bienen! Es ist eure Freundin Jill! Ach. Jill, Tür. So. Es war eure Freundin Jill! Was ich mir bei dieser Karte jetzt ein bisschen seltsam finde. Ach, Biene! Ganz viele! Ah. Auf der Karte sind quasi da, wo die Bienen, bei meiner Karte hier, ja, wo die Bienen waren, sind noch drei Heilkräuter, drei grüne Kräuter eingelegt. Ja, ich bin jetzt immer noch mit Bienen, da könnten sie hier sein, ne? Nee, nochmal Karte, damit du sicher bist. Hier ist das Loch zu den Bienen. Ja. Und da sind eigentlich drei Heilkräuter. Den Weg hier oben haben sie ein bisschen gekürzt, also die alten Bienen kommst du so oder so. Du musst jetzt zum Bienenstock wahrscheinlich durchlaufen. Ich guck gleich nochmal in der Betreten. Ja, ich probier's einfach mal. Vielleicht sollte ich vorher speichern gehen oder so. Ja, das ist auch das Heilkraut. Hier speichern, weil der ganze Hai-Sache. Und bevor die Bienen mich jetzt totstechen und ich die Haie nochmal machen muss. Ja. Du hast ja die Leiche gesehen, oder? Ja. Die hat ein Insektenspray. Okay, trotzdem. Sicher ist sicher. Ich sag's dir nur, damit du weißt, dass du jetzt auch gleich einen Platz frei hast, damit du es mitnehmen kannst. Ja. Ich hatte gesehen, dass die was hat, aber ich habe mir jetzt nicht die Zeit genommen zu gucken.
Farbbänder holen. Genau. Und zwar lege ich einen Erste-Hilfe-Kasten für die Farbbänder weg. Für 13 Restlager. Mhm. Ein Restelager? Ja. Ah! Mist! Ich habe meine Komplettlösung geschlossen. Ach, kannst du den Tab wieder öffnen? Ich weiß, das ist doch das einzig Gute daran. Okay, dann tun wir die Farbbänder wieder weg für. Nix. Die Magnum-Munition können wir auch da lassen. Erste Hilfe-Kasten kannst du nicht übereinander legen. Dann nehme ich lieber noch ein grünes Kraut mit, weil den Erste Hilfe-Kasten kann ich ja anscheinend nicht verwenden, weil ich das will. So, zwei grüne Kräuter. Eine rote Kräuter, die kann ich kombinieren. Ja. Soweit ich das jetzt hier sehe, kann mir jemand verraten, was ich mit Verbandskästen tun kann. Ich kann die ja gar nicht benutzen. Mhm. Du musst die zuerst untersuchen. Ja. Nicht sehr intuitiv, aber gut, ich untersuche rein. Dann machst du den nämlich auf. Keine besonderen Merkmale. Grünen und blauen Kraut. Ah, okay, so sind die gedacht. Also du musst die erst auspacken und dann... Ganz klar. Ich habe noch einen von denen vor. Aus zwei grünen Kräutern. So, dann tun wir das Rot-Grüne wieder weg und das Grüne wieder weg. Und haben das zwei Grün-Blaue. Nee, ich hatte auch... Das Grün-Blaue hatte ich, glaube ich, schon wieder eingepackt. Ich hatte noch ein Rot-Grünes mir gerade selber zusammengemischt. Speichert ist, nochmal auf zu den Bienchen. Und zum Insektenspray und dann das Insektenspray gegen die Bienchen verwenden und dann sind alle froh und glücklich, außer den Bienchen. Die sind dann nicht mehr froh und nicht mehr glücklich. Die Tür! Ach. Jill! Nein, du stehst hier nicht exakt genug vor der Tür. Ich kann Türen nur öffnen, wenn ich zentral vor ihnen stehe. Das macht man als Stars-Agentin so. Tja. Okay. Nein, lasst mich. Ich habe gehört, der hier hat was Schönes. Das, was er im Gesicht zählt, etwas fest. Ach. Ach. Jill! Brauchen sie jetzt nicht. Sie jetzt am Bienenstock verwenden oder was? Ja. Dann sterben die alle automatisch. Oh, Chili! Okay, näher willst du nicht ran. Ist zu gefährlich zum Weitergehen. Ja, dann verwende es. Das brauchen sie jetzt nicht. Man muss es von der anderen Seite durch den Spalt. Ach machen. Ja. Muss ich erstmal hier wegkommen. Das brauchen sie jetzt nicht. Ich stehe zwar vor dem Bienenstock und werde lebendig vernichtet, aber
Das brauche ich jetzt nicht. Insektenspray, was soll mir das denn jetzt bringen? Die sehen mich doch kommen, die weichen dem jetzt total aus. Das hat euch zwar nicht getötet. Aber wenigstens alle da drin. Hoffe ich. Ja, geht ruhig hier. Jill, ich habe mich nicht für die Laborgeräte interessiert, sondern eher für dieses Pistolenmagazin. Danke, Freund, für das Insektenspray. Und für das grüne. Und für das rote Kraut, Entschuldigung. Und für noch einen Residenzschlüssel. So rein zufällig für Tür 003. Ich weiß nicht mal, wo Tür 003 ist. Ich bin schon dreimal dran vorbeigelaufen. Echt? Ja. Nur für den Fall der Fälle, Kollege. Okay. Wenn Jill sagt, ich brauche das jetzt nicht. Ich glaube ihr schon. Ja, nein, der wird durch. Wie gesagt, du bist schon dreimal dran vorbeigelaufen. Die sagen, du brauchst das rote Buch jetzt. Okay, das muss ich mitnehmen. Wenn Jill sagt, ich muss den jetzt nicht anzünden, ich hab meine Lektion gelernt. Sie weiß ja auch am besten, wann Insektenspray zu benutzen ist. Ich wollte gerade fragen, ob meine Bienen weg sind, aber ich habe sie noch gehört. Okay. Meine drei Bienen von der Tankstelle. Ja, die, Da die anscheinend nicht sterben, brauchen die Namen. Das sind jetzt meine Freunde. Okay, deine Freunde, wie sollen sie denn heißen, wenn ich gleich das Buch wieder finde? Ach, danke. Nummer 1 hat den Namen. Ich würde sagen Stopp auf der linken Seite. Stopp links. Zange? Zange? Die nimmt mich auch immer in die Zange, das passt. Dann Stopp auf der rechten Seite. Gruß? Zange, Gruß. Und oder ist der Gruppe lieber? Ne, Gruß ist gut. Stopp und nochmal auf der linken. Fallschirm. Das sind Zange, Gruß und Fallschirm. Ja. Die coolen Bienen vom Dienst. Kombiniere das Kraut mit dem Buch. Ja, grünes Kraut mit rotem Buch. Grün und rot, da war was. Also so schlimm, wie das heute angefangen hat, bin ich dem Spiel sehr dankbar schon mal, dass die zweite Spinne nicht ausgepackt hat. Ja. Und das ist doch eigentlich ganz, 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 ganz angenehm, bis dann läuft. Weil wir mit, Komplettlösung spielen. Richtig. Und ich da irgendwann mal beschlossen habe, das Spiel nochmal anzufangen und die Schwierigkeit ein bisschen runter. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ja, dann weg damit. Wenigstens ist das anders als bei Tomb Raider, wo Lara die Sachen einfach so fallen lässt. Richtig, und du sie dann wieder aufheben musst. Ich hab's einfach mal probiert. Ah, okay. Okay, wir sind in einem neuen Gebiet. Wir sind im Raum mit einer Schreibmaschine. Da gibt es auch Farbbänder. Gut, die wurden langsam knapp. Drei neue, sehr gut. Aber keine Truhe, das heißt, die muss ich dann demnächst mal zu ihren Kollegen bringen. Da muss es noch ein weißes Buch geben. Gibt ja auch noch einen Raum.
Ja, das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Das nehme ich natürlich mit. Laborexperimente in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Okay, mit dem Stoff geht's nicht. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass einer Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, ein Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unsere Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Für Bump machst du daraus. Bump. Nee, wie Jolt. Okay. Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßbetternamen. Bei den Unsachgemähbettern kann Giftgas freigesetzt werden. Ach, das ist dann für Pump. Ja. Die Merkmale der einzigen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3, rot. Gelb minus 6, gelb. UMB Nummer 7, grün. UMB Nummer 10, orange. VP 017, blau. V-Jolt, dunkelbraun. Irgendwas sagt mir, dass ich das anschließend wieder wissen muss. So, genau, das habe ich mir jetzt nämlich gedacht. Die Einwände der Bücher scheinen eine Art Muster zu ergeben, zu bilden. Es wird niemals eine ziemlich nackte Frau sein. Niemals. Also du gehörst erstmal ganz nach links. Ja. Weiter vertauschen, Jill. Wir sind noch nicht fertig. Die beiden Bücher vertauschen. Ich weiß nicht. Ihr sagt das so, als wüsstet ihr schon welche. So. Okay, jetzt sagen sie auch, ich bin mit dem Schreibmaschinenraum fertig. Ich könnte jetzt direkt in den nächsten wandern. Aber hier war noch eine Tür. Let's check the bathroom. Ich finde das sehr schön. Red Book Puzzle. Probably my personal favorite. Sie ist aber nicht sehr anspruchsvoll gewesen. Ja. Warum schreibst du sogar noch die Lösung dafür darunter? Warum war das ein Favorit? Vielleicht wegen des Motivs, aber. Okay, lassen wir das Wasser ab, wie in jedem Badezimmer. So, dann kann ich hier schon zur nächsten Seite. Das ist in der Badewanne. Ein Dolch! Der hatte ich ja lange nicht. Die Wurzel ist eine Art Riesenpflanze. Ja, ja, ich weiß schon, wer das ist. Musik! Genau. Ein Waschbecken funktioniert anscheinend nicht, woran das nur liegen könnte. Und der Spiegel ist bestimmt auch nicht super poliert. Nein. Okay, ich weiß, dass das ist jetzt vermutlich nicht ganz zielführend. Aber ich laufe nochmal zurück zur anderen Schreibmaschine. Die mit der Box daneben. Genau, da kann ich nämlich nochmal mein Inventar ein bisschen umsortieren. Da muss ich zwar weiter laufen, aber die ist praktischer. Auch für den Fall, dass ich da mal sterbe. So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Geh durch die Tür in Raum 300003, ja. Auf der anderen Seite, und fight music one-on-one. Klingt nicht schön. Mix the chemicals. And kill the plant from its roots. Ja, das klingt wesentlich angenehmer. Ich meine, ich habe zwar immer noch Munition, aber die muss ich ja nicht benutzen, wenn es nicht sein muss. So, erstmal gehe ich jetzt Inventar umstrukturieren und speichern. Ja.
Gang ist gar nicht mal so schnell. So, 8 Farbbänder. Stellen wir den Anfangspunkt von heute wieder her, nämlich 7. Speicherpunkt 10. Nein, ich muss nicht nochmal speichern, schön, ist kein Problem. Okay, das mit den Chemicals. Wie gehe ich vor? Das mit den Chemicals. Dafür gehst du zu der Tür auf der anderen Seite der. Tür auf der anderen Seite von wo? Geht es wieder raus aus dem Zimmer und schaut euch die westliche Tür an. Also, ich muss zurück ins Labor. Würde bei Chemikalien mischen Sinn machen. Also auf der genau anderen Seite von 003. Ja. So, ich bin hier im Labor. Und ich habe hier eine abgeschlossene Tür. Die könnte ich natürlich umgehen, indem ich einfach hier meine offene mache. Aber ich habe hier ein Labor. Ich habe was von gemischten Chemikalien gelesen. Die verschlossene Tür einfach mal an. Da. Hup. Still. Rotkraut. Gutkraut. Rotkraut, Gutkraut. So, und das dürfte. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Das ist auch die zur, zur großen Pflanze. Dann musst du die auf der gegenüberliegenden Seite von 003 nehmen, also. Deine Ecke. Für die Tür verwenden, ja. Ach, und wir hatten die Kugeln. Genau. Wir hatten. Rot war die hier. Und die, das war die grüne. Grün war 6. Ich guck mal eben nach dem. Das ist jetzt so lange wieder her. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir merken soll, aber. Ich weiß, es waren 3, 6, 5, aber ich weiß nicht mehr, welche war. Rot ist 3, grün ist 6, orange ist 5. So, und rot war die ganz rechts, das ist 3. Was war das gesagt, war die anderen grün war? Grün war 6. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht 2 drücken. Vielleicht wäre es einfacher, nochmal hinzugehen und zu gucken. Ich habe alle Kombinationen durch. Vielleicht musst du sie immer wieder neu anwählen. Ich war mir sehr sicher, dass das die erste die richtige sein musste. Genau, Jill hat die Kurve nicht gekriegt. Ist ein bisschen gegen die Wand gelaufen. Ich komme mit dem Spiel überhaupt nicht bei steuertechnisch zurecht. Doch, du kannst sehr gut rückwärts laufen. Das kann ich sehr schlecht.
let you